Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tour Wars Map mit dem Markus. Hey ho! Ja, wir sind da fett am Dreschen, fett am Grasmähen, glaube ich, und fett am, keine Ahnung, was noch zu tun. Dinge tun. Wir haben zu wenig Leute. Ja, wir haben zu wenig Leute, das stimmt. Ich glaube, du musst das Together ausweiten. Ein Quattro Together. Ja, so ungefähr. Nein, es wäre wirklich, dass wir sagen, dass wir vielleicht mal nicht mehr. Also vier Leute wären geil. Zu viert ist fast schon. Haben wir fast zu wenig Maschinen. Da hätten wir fast noch ein Dreier. Ja, im Moment müssten wir halt noch ein bisschen auf Leute sparen. Auf Maschinen. Aber zu dritt, können wir sich einmal ausmachen, dass wir sich mit irgendwem zusammenreden und wir machen dann, weiß nicht, so eine 20-Bar-Session oder was wieder mal. Ja. Das wird auf jeden Fall ordentlich nach vorne gehen. Und das ist halt für uns auch einfacher, dass, oder für dich auch noch einfacher, dass du sagst, ja, was du brauchst noch erst wieder in einem Monat Bart und nicht, ja, morgen sind die Barts zu Ende, sondern nur darf man dann halt mit dem Vorproduzieren nicht so lange warten, teilweise wie wir gemacht haben. Ja. Obwohl es natürlich für die Community besser ist, wenn es live eher ist. Ja, aber ich glaube, teilweise, gerade wenn so eine Phase ist, wo man auf Sachen hinspart, dann kann man auch mal gut vorarbeiten. Ich habe schon wieder einen Bunker voll, den kläre ich jetzt kurz aus. Ich hätte ja auch extrem Bock auf das Pöttinger Mähwerk, was du mir mal geschickt hast. Das mit dem, was gleich schwadert, sozusagen. Ja, genau. Dem Zusammenkratzen, ja. Das ist schon ziemlich da cool. Da musst du aber dann mit einem gescheiten Traktor. Ja, der 936er geht und der John Deere eigentlich auch. Der Johnny wird ein bisschen. Ach nee, der hat 170, ne? Ich dachte gerade, der hätte 270. Ja, der ist ein bisschen 170. Er geht wahrscheinlich auch noch, aber. Ja. Nicht mehr schön. Da wird schon kritisch. Ja, aber so viel Gras brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, aber trotzdem ist es cool. Und irgendwann brauchen wir auch Grasballen. Heu zumindest. Halt für Mischstation. Für Mischfutter. Naja, weil gerade Mischstationen machen wir. Wie hast du das vor? Machen wir Mischfutter so oder machen wir Mischstation? Ich würde ja lieber im Wagen. Ich finde das irgendwie. Ich finde eine Mischstation jetzt nicht so ganz realitätsnah. Ich habe sowas noch nie. Das macht man sich sozusagen nach ein Ballen. Ja. Stroh, Heu und. Ja. Nein, und nix. Heu und Stroh. Ja, Heu und Stroh. Wir könnten natürlich noch einen Wickler hineinnehmen, dann können wir sich auch Silageballen machen. Ja, das wäre auch mal ganz cool zur Abwechslung, aber nur. Das ist, glaube ich, nichts, womit man jetzt wirklich Geld verdient. Nein, halt. Die Kühe sind bei uns sowieso ein bisschen ein Steckenpferd, was so ja, komisch angesehen wird. Das müsste man ausdehnen deutlich. Vielleicht mal auf 50 oder 100 Kühe gehen, wenn man das Geld hat. Ja, es wäre auch interessant, dass wir Schafe machen, vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Nein. Könnte man nicht, auch mal irgendwann nebenbei machen, aber. Mit so auf Großproduktion Schafe, halt, dass man sagen will, okay, wir kaufen uns jetzt gleich 1000 Stück. 1000? Genau, wie viel kosten die? Warte mal, 2000 pro Stück, oder bist du aber auch geldlos bei 1000? Nein, 2000 kostet eine Kuh, oder? 200 200 ein Schaf, genau. Ja. Halt sind das 200.000, nicht so arg. Ja, das geht dann schon fast wieder. Dann hast du halt aber am Tag, weiß nicht, wie viele Ballen, Paletten wirst du denn haben. 3, 4? Na, 3. Mehr? Ich glaube, wir haben eine am Tag im Megaprojekt mit 100. Ja, dann hast du aber das Zehnfache. Halt das 10. Ja. Das ist schon heftig. Dann müssen wir noch den platzierbaren Wollpaletten-Kollektor nehmen, dass wir es nicht immer runterschieben brauchen. Den gibt es jetzt als platzierbare Version auch schon. Aber ich glaube, selbst 1000 Schafe kriegst du mit dem Profi-Hopper noch gestillt. Glaubst? Ich glaub's fast nicht mehr. Wenn du auf Echtzeit spielst, auf jeden Fall. Wenn, ja, du, okay. Wenn du spulst, ist es drastisch. Aber dann darfst du nur mehr Profi-Hopper fahren und sonst gar nichts mehr. Ja, wie? Fährst du nicht gerne den ganzen Tag Profi-Hopper? Nein. Nein? Nein. Hast du gerade Nein Profi-Hopper gesagt? Der passt gehört nicht so ganz ins Spiel, ne? Nein, er passt einfach nicht. Er ist mehr so der Gartensimulator. Ja, er ist halt schon für die Missionen, wäre ideal, halt sozusagen ist er ideal.
Ja, ich weiß nicht, Campingplatz Main oder sowas, was halt. Aber dann wäre es interessant auch gewesen, Nee, wenn die nee, nicht so Mission. einen Platz machen, wo das alles ist, sondern am Campingplatz, dass du einfach zwischen den Wohnwagen wehen muss oder so. Ja, aber das Problem ist, dass der für den Campingplatz fast zu klein ist. Ich habe die ja damit mal gemacht. Das dauert ewig. Da kannst du besser eben das große Mähwerk nehmen. Dann kriegst du Ja, noch darum sage ich, 2.000-3.000 Zeitbonus. es sollte nicht so auf einem Platz sein, das ganze Ding, sondern wirklich, man muss die rundherum und so um den Campingwegen und so weiter mähen. Das wäre Okay. genial. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Stück besser. Oder dass so ein Fußballfeld oder so irgendwas. Aber okay, Fußballfeld ist auch schon wieder groß. Hättest du mal Bock, Mist zu streuen? Ja, wieso nicht? Wäre eigentlich auch mal cool. Klar, das ist auch nichts, womit man Geld verdient. Aber es ist mal was anderes halt. Ah, wenn dann nur mit einem gescheiten Miststreuer. Wenn du abgefahren werden musst, dann sag mir Bescheid, ne? Ja, ich mache mir das eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit immer so zwischendurch selber. Okay. Weil ich habe vorher gerade einmal 100% gehabt, bin jetzt wieder bei 70. Geht eigentlich. Gut. Und der tankt ja doch relativ schnell ab. Ich muss mir noch überlegen, wo wir denn jetzt genau die Halle hinstellen. Ich würde sie so hinstellen, dass man vielleicht. Also, jetzt, ich darf ja noch nicht so viel verraten. Die Zuschauer haben sie noch nicht gesehen. Ah, ich Dass man glaube, sie das irgendwie kannst. so hintereinander stellen, dass man so zwei oder drei Ich glaube, dann nacheinander sehen oder. die einfach zu lang aus. Also finde Okay. ich jetzt. Das ist dann irgendwie zu groß. Oder man macht so nebeneinander ein paar nachher. Also, wir mehr brauchen. Wenn wir. Ja, Und dann dass man genau. rückwärts reinschieben muss und nicht sozusagen, dass sie sich relativ weit hinten dort beim Hof hinstellen. Also da auf dem Platz. Ja, aber da ist eh geplant, oder? Ja, da habe ich sie zumindest bei meinem Test ausprobiert. Aber man könnte sie bestimmt auch noch irgendwie auf den Hof hier quetschen. Ja, am Hof. Ist sie nur so klein? Also du kriegst einen Drescher rein, vielleicht auch noch zwei nebeneinander. Aber die ist genauso lang ungefähr wie das Mähwerk, Schneidewerk. Ich mag die eigentlich Ja. ganz gerne. Du kannst doch eigentlich mal bei platzierbare Objekte im Shop gucken. Würde ich nicht können. Ja, es bringt nur nichts. Ich sehe nur das Kaufsymbol, weil ich glaube, ich kann es nicht. Weil ich ja nicht kaufen kann, aber ich schaue mal kurz einmal nach. Ja. Platzierbar. Kaufen kann ich nicht, weil ich ja kein Geld habe. Warte mal, wie stelle ich Nein, das nein, denn bringt ein? nichts. Ich müsste es mir als Admin sozusagen anmelden können oder so irgendwie. Nee, nee, ich kann dir die Rechte geben, dass du Ach ein so, stimmt Konto ja. hast. Mache ich eben noch einen Schwadern. Ah, macht das, ist ja egal. Aber es bringt Geld. Was, Schwadern? Nee, die Halle schön zu platzieren. Für die Bringt Ästhetik. Geld? Ja, klar. Okay. Ah, okay. Für die Ästhetik, dann sehen unseren Hof, finden unseren Hof alle ganz toll. Und dann sind wir ganz glücklich. Und ich habe da schon wieder zwei Hänger voll. Und ich habe nicht aufpasst. Ich fahre dich eben Bedeutet. ab, wenn du möchtest. Ja, es wird nicht viel bringen, weil der Drescher jetzt hier sowieso herumstehen wird. Weil ich Ja. hätte glaubt, in den Hänger passt noch mehr rein als gerade mal so, weiß nicht, 2000. Das ist ungünstig. Aber ja, wir haben ja Zeit. So, der Hänger ist voll, stimmt das? Aber ich glaube, wir machen demnächst wirklich mal eine Session. Vielleicht. Ich habe schon eine Idee, wenn wir uns mal einladen können. Und Mal ich ein, glaube, ich zwei kenne den Leute. einen. Kann das sein? Ja. Ja. So, willst du abfahren? Dann dresche ich halt derweil mal die Prozent noch fertig, was ich hineinbekomme. Okay. Oder soll ich nachher selber abfahren noch rüber? Nö, nö, ich tapp mich jetzt gerade schon rein. So. Fahr ich mal mit dem schönen Johnny. Ich mag die Motorhaube, diese Reflexion, obwohl die schon ein bisschen übertrieben sind. So viel bekomme ich ja nicht mehr rein. 15%. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt die ganze Länge hier ist. Aber oh, das Feld ist Bräuchten. so schnell fertig. Ich weiß, das habe ich ja einmal komplett alleine mit dem kleinen Einreigen. Oder das 2 Meter nicht einreigen, 2 Meter Maishäcksler Feldhäcksler, gemacht. ja. Oh mein Gott. Hast du den verkauft jetzt, oder? Ja, den haben wir verkauft. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 3.600, aber wir haben dafür nicht mehr ganz so viel Kredit. Ich glaube, 90 haben wir noch zurückzuzahlen. Oder, nee, 90 können wir noch aufnehmen, so. 90. 155, den wir brauchen. Ja, Tut natürlich weh. Aber das geht sogar auf, wenn man das mal so überschlägt. Wenn wir die Sämaschine, die Cayena, verkaufen.
Ach so, ja, wir könnten auch immer sagen, wir verkaufen die zweite Sämaschine, die Maissämaschine. Ne, ne, die andere, die 6 Meter, die Cayenne. Die kriegen wir ja auch 35, 40.000 für. Ja, aber da geht sich dann aus, wirklich. Ja, müssen wir dann gucken, dass wir vielleicht noch Raps verkaufen. So, ich spare die da gleich weiter. Obwohl Und Raps ist Hühnchen. natürlich. Okay, der Preis ist fast bei 700. Ohne Ohne Angebot. Nachfrage, Ja, also du kannst fast für 1500 rechnen. Wenn ja. Ja, du es ein muss halt bei der perfektes, Ölmühle sein. ja, Ölmühle und dann richtig gutes Angebot, dann geht das ab. Das wäre geil. Wow. Also die Federung vom Johnny ist auch ziemlich heftig. So. So, für die Kühe müssten wir jetzt auch nachher wieder genug Gras haben nach dem. Hast du jetzt ein Feld noch gemacht oder gleich ein zweites Ich auch habe noch? nur eins gemacht. Ich glaube, das ist dann ungefähr ein, anderthalb Ladewagen. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Glaubst du wirklich, dass es so viel ist? Ich glaube auf jeden Fall, die erstmal damit ein paar Tage zu pflegen, sollte reichen. Bis wir den Big M haben. Das dauert noch ewig. Ich finde das auch krass, dass du mit dem Pickup vom Add-on, also wenn du den benutzt, kannst du ja Stroh häckseln und daraus wird Silage. Das ist übertrieben. Das ist ein bisschen blöd, ja. Das ist richtig schlimm, wie viel Geld man dann damit verdienen würde, wenn man das richtig ausnutzt. Überleg mal, wir haben jetzt das große Feld im Megaprojekt, Feld Nummer 14, und ziehen da durch mit, also dreschen. 19 Meter Schwader gleich. Genau, 19 Meter Schwader und dann den Rest noch häckseln. Also Stroh Danke. häckseln. Dann Dann hast du vorbei das so Spiel, einen oder? Gewinn, das ist unglaublich. Was? Dann ist das Spiel vorbei. Mehr oder weniger nach einer Ernte. So, ich habe jetzt das fertig geschwadert. Aber was ich hier auch, glaube ich, wirklich vorhab, wenn wir wirklich mal Rüben, Kartoffeln, Drescher, ordentliches, auch mal so ein Cerion und so. Also ich sag mal so, wenn man eigentlich alles hat, wenn man alles machen kann und alles mit tollen Geräten machen kann, ich glaube, dann hauen wir uns hier einen Ertragsmod rein. Einfach damit man da nicht so viele Millionen auf dem Konto hat. So, der Ladewagen ist hier noch. Ein Cerion ist wie so ein Schlepper, den man sich hier, glaube ich, bald kaufen könnte. Weil viel Ja, kleiner geht ich ja schon bald wüsste, nicht mehr. wäre für die Cayenne wäre eh nicht schlecht, dass wir ein bisschen was Größeres haben. Für die 15 Meter Seemaschine. Du bist schon am Weg zurück, sehe ich gerade. Obwohl 15 Meter Sämaschine geht ja auch noch mit den 936. Ja. Aber ein Als bisschen mehr Zerrön ist natürlich Base. schöner. Schon besser. Wäre cool, wenn man an den, wenn es ein Cerion gibt, ich weiß nicht, ob es das hier im Spiel gibt, auch mit Feldhäcksler als Mod. Deren. Naja, ich habe. Ich, so, du meinst so vorne so ein Vorsatz mit, weiß nicht, 3 Meter oder was oder Ja, 4 Meter, genau. was der hat. Ja, hab ich habe es nur in echt gesehen, aber als Mod habe ich es leider noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Deshalb meine ich ja, ob es sowas vielleicht irgendwann mal gibt. Das wäre dann auch was Interessantes. Obwohl, dann haben wir wahrscheinlich auch schon Häcksler. Das stimmt ja. So. Boah, ich Wir finde brauchen die. aber irgendwann dann auch einen Teleskoplader noch. Ja, Teleskoplader ist wieso Pflicht. Und ich glaube, dann nehmen wir dann keinen Standard-Deutz-Teleskoplader. Der ist jetzt ja nicht so schön. Hast du oben fertig geschwadert? Hier fertig geschwadert, ja. Okay. Dann schnappe ich mir eben den Ladewagen. Ladewagen ist auch was, da sollten wir uns irgendwann mal einen vernünftigen gönnen. Ja, stimmt. Der ist zwar groß hier oder relativ Man müsste sich groß, halt noch aber. überlegen, was wir dann für einen nehmen, ob wir einen vom Spiel nehmen oder was anderes. Ich Das kenne jetzt Problem keine ist, guten Mods, man ehrlich braucht gesagt. halt nicht wirklich oft einen Ladewagen. Also wie. Ja. Man kann ihn aber ja auch als Hexe-Guttransporter nehmen. Ja. So. Oh. Ja. Wir haben es mal Ja. wieder geschafft. Schon wieder. Ja, Zeit kaum. vergeht, sie fliegt im Nichts. Wir haben diesen Part wenig geschafft. Ja, ich weiß nicht, wir sind nur die ganze Zeit am Herumfahren gewesen. Das Arbeiten geht mittlerweile am schnellsten. Die Wege sind das Problem. Müssen Speedhack-Mod einbauen. Ja, ich fahre gerade mit dem Hanomag. Das ist ja.
Also das ist Speedhack-Mod. Ja. Auf jeden Fall. Der kachelt ordentlich. Mit 90 über die Map. Schon krass. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken oder was ihr jetzt auch immer noch tut. Ciao. Ciao.